Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ein bisschen ums Thema Holzbearbeitung. Und zwar ist es wieder Zeit, diese dicken Stämme, die ihr ja schon bereits gesehen habt, zu bearbeiten. Dafür habe ich hier schon die Motorsäge hingestellt. Und heute wollte ich mal ein bisschen probieren, die auseinander zu sägen. Wir haben es heute nur 24 Grad und da habe ich gedacht, gut, wenn man es schon so kalt hat, dann sollte man die Gelegenheit nutzen und ein bisschen was tun draußen, weil bis jetzt hatte ich, wie gesagt, keine Lust, die Dinger da zu bearbeiten. Und nun müssen wir erstmal, wie gesagt, die Säge auffüllen. Ich wollte mal wieder ein Video machen von Anfang an. Das heißt, Öl, Benzin, Kette spannen, dies, das, jenes. Ich habe übrigens eine neue Kamera bekommen. Mal gucken, wie sich die schlägt. Jetzt kann ich mich auch endlich mal vernünftig sehen, wenn ich am Filmen bin. Da sehen wir uns selber. Genau. Und nun bin ich ja mal gespannt, ja, wie die Bildqualität von dem Ding ist. Ich kenne mich noch gar nicht mit dem Ding aus. Das ist aber eine ganz, ganz einfache Kamera, nichts Besonderes. Auch leider keinen externen Mikrofonanschluss. Das heißt, ich kann nicht so ein Püschel draufsetzen. Deswegen nehme ich den Ton auf jeden Fall mit der GoPro auf, weil die ja das gute Mikrofon dran hat. Genau, wir fangen erstmal an mit der Säge, das heißt erstmal betanken und Kette spannen und sowas. Und dann gucken wir mal, wie das Holz sich sägen lässt. Fangen wir erstmal an mit der Kraftstoffkontrolle, beziehungsweise Schmiermittel. Ja, ist noch relativ voll. Den Schutz mache ich mal ab, weil es kann immer sein, dass man rumklebt und dann hat man den Schutz auch noch voll gesaut. Und jetzt im Sommer ist das Öl sowieso so dünn. Im Winter ist das immer total dickflüssig. Dann kommt das da fast nicht aus dem Fass raus. Und im Sommer ist es wie Wasser, ne? Aber viel fehlte da sowieso nicht. Diese Verschlüsse hier, die kann ich echt super empfehlen. Die sind von Stihl, sind diese Teile hier in diesem Fall. Und die kann man auch bei jedem Stihl-Fachhändler bekommen. Oder auch im Internet. Ich kann euch das mal unten verlinken. Weil, also es funktioniert aber tatsächlich auch überwiegend nur bei Motorsägen. Bei meiner Motorsense zum Beispiel klebt das Teil immer. Komischerweise, aber bei Motorsägen immer ohne zu kleben, kann man damit tanken. Ruckzuck, kein Deckel weg, kein Dreck drin, das ist richtig geil. So. Kette ist ein bisschen zu stramm, finde ich. Fliegen hier, die machen einen verrückt. Ja, das ist auch wieder so eine Glaubenssache mit der Kette. Von wegen, die einen sagen, ja, das muss lockerer. Die einen haben es lieber ein bisschen strammer. Natürlich auch zu stramm darf es natürlich auf keinen Fall, sonst ist das wie beim Motorrad. Dann geht es alles aufs Ritzel und aufs Lager. Ist natürlich auch nicht so gut. Aber ich glaube, so kann es bleiben. Also ich mache das immer so, dass man hier die Zähne gut rausziehen kann, aber auch nicht mehr. So, das ist immer so mein Maß, dass man die Zähne komplett sehen kann. Und. Ja, ich weiß nicht. Fahre ich eigentlich ganz gut mit seit ein paar Jahren. Mein Vater macht es auch immer so. Der hat es mir so gezeigt. Und dann bleibt man auch bei. Ne? So, noch haben wir die Kette geprüft. Sprit ist drauf. Luftfilter ist noch sauber vom letzten Mal. Das heißt einfach jetzt hier ein paar Mal pumpen. Anschalten. Choke rein. Kompressionsknopf. Sehr schön.
warum habe ich jetzt diese Schlitze da reingemacht in das Holz? Den Tipp hat mir Detlef gegeben, und zwar kann man das dann besser spalten. Jetzt treibe ich da einen Keil rein und hoffe, dass das Holz dann auseinanderfliegt. Auf die Idee hätte ich auch selber kommen können, aber irgendwie, ja, man lernt nie aus. Wir probieren jetzt erstmal aus, ob das auch funktioniert. Keil rein und draufschlagen. Machen wir das bei dem Fiesen ja auch mal. Das gefällt mir. Also mit der Technik ist es echt kein Problem. Wenn ihr euch noch daran erinnert an die Walnussstämme, wie ich mich damit tot gequält habe. Klar, habe ich auch nicht eingeschnitten gehabt, ne? Da kriegst du den Keil gar nicht rein. Und hier wäre das gleiche Problem wahrscheinlich. Danke nochmal an dich, Detlef, für den geilen Tipp. Einfach mal einschneiden, habt ihr jetzt ja gesehen. Brauchst du noch nicht mal ganz durchschneiden. Reicht, wenn du halb drin bist mit dem Schwert, dass der Keil vernünftig was zu fassen hat, und dann läuft das auch. Also ihr seht ja, dass das echt, ja, alles einmal halbiert ist. Total gut. Und sogar das Teil hier, was so ein Ast drin hat, mehr oder weniger. Das, da kann man auch nochmal schön sehen, wie tief ich geschnitten habe. Das fällt mir zu. Gefällt mir.
Als nächstes muss ich den Trecker raus haben, um diese dicken Klötze einmal umzukippen sozusagen, einmal anzufassen, weil so komme ich da nicht weiter zum Sägen. Ich habe jetzt alles eingeschnitten, habe die Dinger schon auf Taler geschnitten, habe hier auch schon angefangen, diese Herzstiche reinzuschneiden. Da vorne ist auch schon alles kaputt und das habt ihr auch gesehen, dass das alles gesägt wurde. Wie gesagt, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal mit dem Trecker dann das Ganze umkippen und so ein bisschen umrühren, dass ich da ein bisschen wieder mit der Säge besser ran kann. Ich sehe auf jeden Fall aus wie ein Schwein. Das tut richtig weh, wenn man die Späne auf die Arme, auf den Arm bekommt. Weil man ja sonst normalerweise hast du ja eine Pullover oder eine Jacke an. Aber bei der Hitze ja nun nicht. Also ja, also bei der Wärme ist es auf jeden Fall kein Spaß. Naja, auf jeden Fall mache ich das mit dem Trecker im nächsten Video. Da habe ich jetzt heute keine Lust mehr zu, da fange ich dann Neues bei an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonnieren wäre super und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.